Du arbeitest mit Affinity Photo und du möchtest auf verschiedene Elemente, die du einfügst, immer direkten Zugriff haben, kennst bisher aber noch nicht das Modul Assets und weißt nicht, damit umzugehen? Mein Name ist Stefan und in diesem Video zeige ich dir, wie das geht. So, hier siehst du das Modul Assets. Da gibt es unterschiedliche, ich nenne es jetzt einfach mal Schubladen, und in diesen Schubladen befinden sich verschiedene Objekte, die man einfach mit reinziehen ins Bild einfügen kann. Dann kann man sie in der Größe transformieren und da einsetzen. Da kann sich alles Mögliche drunter verbergen, alles was man möchte, und ich zeige dir jetzt, wie du selber Dinge da einfügen kannst. Als Beispiel nehme ich hier diesen Kürbis. Den habe ich ja schon in dem Tutorial Auswahl mit dem Zeichenstift ausgewählt und hier als eigene Ebene über die schwarze Ebene gelegt. Jetzt brauche ich den nur noch separat zu markieren. So. Und gehe jetzt rüber in die Assets, klicke hier oben an, erstelle hier in dem Fall eine neue Unterkategorie, die nennt sich automatisch hier unten Assets, die kann ich aber umbenennen, gebe dir jetzt einen eigenen Namen. So, Kürbisse, okay, bestätigen und gehe jetzt hier auf den Schalter und sage aus Auswahl hinzufügen. Und dann habe ich den Kürbis als Element in diesen Assets integriert. Ich kann ihn jetzt immer wieder aus diesen Orten rausziehen, in das Bild einfügen, vergrößern und verkleinern, so wie ich es möchte. Und das nicht nur in diesem Dokument, sondern natürlich in jedem anderen Dokument, was ich im späteren Verlauf dann auch mal hier in Affinity Photo öffne. Ich hoffe, das Video war ein wenig nützlich für dich. Wenn ja, klick den Daumen, abonniere den Kanal, schau auch gerne mal auf Instagram rein oder auf meiner Homepage. Ich sage tschö, bis zum nächsten Video.